Ja, moin Leute, ne? Oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das hier guckt und herzlich willkommen zu Under Dungeon. Das ist ein kleines Indie-Game, was ich im E-Shop gesehen hatte. Das kostet so um die 15 Euro. Momentan ist eine Rabattaktion, dass es weniger kostet. Und es sah vom Trailer her ganz interessant aus, dieses Spiel. Und mir gefällt einfach die Musik im Hintergrund jetzt schon. Die Beschreibung von Spiel, sehr viele Waffen, sehr viele merkwürdige Charaktere, die sehr viel mir zu erzählen haben, außer hinten, das stand wirklich so da. Das Spiel ist nur auf Englisch, ich werde nicht versuchen zu übersetzen, wir wissen ja immer, wie das ausgeht. Aber ja, dieses Spiel ist halt mega interessant aus. Und deswegen wollte ich heute spielen. Legen wir auch gleich los. Oh, guckt mal. Die Action geht ab. Man kennt es ja, aber Filmsequenzen mache ich mich immer weg. Nein, das war nur ein Traum. Nein, weiter schlafen. Ja, wie sind diese kleine Katze da, die da im Bett liegt? Ja, genau, so läuft es auch mal bei mir. Genau da, wenn die besten Stellen im Schlaf kommen. Also in den Träumen. Genau da muss der scheiß Wecker klingeln. Hintergrundgeschichte zu der Katze, das ist eine Lieferkatze. Und ja, wir spielen in so einem Schwarz-Weiß-Schema. Das kann manchen auf den Senke gehen, aber ich finde, manchmal hat sowas auch einen richtigen Flair. Der irgendwie so richtig geil ist. Oh nein. Haben wir schon wieder sein Paket verloren? Chef, wir haben schon wieder das Paket verloren von unserem Kunden. Ja, ich wollte Computertechniker sein, oder? Lass die Katze doch ausreden. Oh ja, Astronaut nehme ich. Ja, ich wollte doch nur ein Lieferjunge sein. Ist aber auch möglich meistens so, dass man einfach dem Bewerber sich einfach meistens gar nicht zuhört. Ich finde es schön, wie der Text manchmal so ein bisschen rumdanzt. Im Übrigen hier so ganz kurz, ich lade das später auch auf YouTube hoch und ich entscheide nach dem Stream, ob ich ein YouTube-Projekt daraus mache oder weiter ein Twitch-Projekt lasse. Beziehungsweise ob ich das weiter streame. Das hängt davon ab, wie sehr das bei Twitch ankommt. Ja, ich bin immer da, wenn es Essen gibt. Ich brauche ein Schwert für meine Arbeit. Ja. Ich bin ein Zauberer, kein Paladin. Okay. Ich werde sie nicht hängen lassen, Boss. Ich werde mein Paket abliefern. Nein, ich muss doch gucken. Ich muss doch mit Freunden reden. Ja. Leonard mit his description. Dr. Sorpius, von Ihnen habe ich schon gehört. Okay.
Wo bin ich hier schon wieder gelandet? Ja, ich bin die Lieferkatze. Nur kurz was bei den Stream-Impuls aktualisiert. So, kann jetzt weitergehen. Ich soll jetzt einen Mob suchen, ne? Eine Rune, okay. Okay, ich kann ein magisches Schwert beschwören. Damit kann ich meine Gegner durchschütteln. Da ist ein Slimer. Okay, mit Y beschwöre ich's. Ja, ich habe Geld gefunden. Einen Moment, Leute, ich hole mir kurz was zu trinken. Ich habe das vergessen. So, jetzt kann es weitergehen. Jetzt habe ich was zu trinken hier. Jo, lecker. Oh, Schuhe! Running Shoes, latest Modell on the market. Jetzt kann ich schneller laufen. Ja! Miau! Au! Böses Lima! Und Entschlüsse. Okay, damit öffne ich Türen. Wer hätte das gedacht? Muss ich mir jetzt aussuchen, welche der Türen? Kiste! Oh, ich hoffe einfach mal, dass das Geld ist. Also mir gefällt dieser Retro-Stil. Weiß nicht, wie es da euch geht. Ab und zu kann man ja auch mal so ein Game spielen, ne? Oh, einfach die Dinger pieksen. Okay, was genau willst du von mir jetzt gerade? Müssen bestimmte leuchten? Oder habe ich schon was falsch gemacht? Hier kann ich übrigens auch nochmal beweisen, dass das Spiel nur auf Englisch ist, ne? Ich weiß nicht, was genau das Spiel von mir will.
Vielleicht will jetzt nur, dass ich eine Seite mache. Ich weiß gerade echt nicht, was das Spiel von mir will. Help. Diese Katze braucht Hilfe, sie weiß nicht, was sie tun soll. Überforderte Katze. Ich weiß gerade nicht, was das Spiel von mir will, ne? Kann ich auch in die andere Tür hier? Ja, kann ich. Bin nicht darauf angewiesen. Gut. Schlüssel öffnet einfach alle Türen, nicht nur eine. Öffnen, öffnen, öffnen! Da ist was. Okay. Ah. Hallo. Wie kriege ich den kleinen Racker da raus? Also diesen X-Schwung brauche ich, um die andere Tür zu öffnen. Sehe ich das richtig? Man sieht übrigens nicht, wie viel von diesen komischen Dingern von, ich schon habe, weil ich genau da drüber bin. Warte mal, ich packe mich mal eben auf die andere Seite. Weil ich finde es nicht so schlimm, wenn ich das Icon für die Kiste verdecke. Aua. Ja, jetzt komme ich hier durch. Ja, komm doch her. Oh, das sind Kirschen. Die Heiligkirschen. Und ich habe den heiligen Käse gefunden. Und damit kriege ich die Maus wahrscheinlich aus ihrem Loch. Okay, Essen ist immer Heilung. Komm, du kannst diesem Käse nicht widerstehen. Komm schon, kleiner Kerl, komm hier. Das ist eine große Maus. Ah, die hat eine Lebensleiste. Ich hab die Maus besiegt. Und die, den heiligen Mob gekriegt. Ja, ich erinnere mich auch nicht daran, dass sie so groß waren. Okay, Mob zum Doktor. Hallo, Doktor. Hier ist ihr Mob. Erster Lieferauftrag erfüllt.
Okay. Wichtig als Lieferjunge, dass meine Kisten zu mir alleine kommen. Gucken wir uns doch mal ein bisschen hier um. Hallo, ich bin der neue Lieferjunge. Wie geht's denn so? Okay. Sehr freundlicher Kerl. Ja, also sieht auch aus, als ob du mal einen Urlaub brauchst. Der hier braucht ihn, glaube ich, auch. Ich muss schon sagen, ich hasse so Büros, wo die Mitarbeiter dazu gezwungen sind, durchgehend Überstunden zu machen. Das ist einfach nur gemein. Also so, dass ein Büroleben kann richtig schrecklich sein. Ich bin froh, dass ich nicht in einem Büro arbeite. Ja, ich bin im Apparat. Was brauchst du? Ja, es funktioniert. Keine Sorge. Zum ersten Mal ein Telefon benutzt. Er hat das Telefon zum Toaster connected. Er ist wieder am Toaster, oder? Was musste ich nochmal eingeben, damit meine Kiste automatisch zu mir kommt? Hallo Mitarbeiter, wie geht's denn so? Tiefi. Er braucht mehr Kaffee. Du musst 21 Stunden am Tag arbeiten. Junge, du tust mir leid. Und da fragt man sich, warum so viele Mitarbeiter heutzutage einen Mental Breakdown haben. Wenn man den Mitarbeitern sowas antut. Ey, Mitarbeiter des Monats ist natürlich der Chef, ne? Ja, Boss, ich geb mein Bestes. Das war halt wirklich so gerade ein Paradebeispiel dafür, ne? Dass man nicht in einem Büro eigentlich arbeiten will. So, Package, komm! Oh, die Szene habe ich schon im Trailer gesehen. Oder eine ähnliche. Was haben wir denn hier? Also, es gibt nämlich eine Autoszene, die ist richtig geil. Also, ja. Werdet ihr aber eventuell noch sehen. Nicht ohne die richtigen Tools. Ich brauche erstmal Tools. Hallo, Herr Farmer. Onkel Joe, wie kann ich dir helfen? Soll ich es für Sie öffnen? Ja, wenn es nicht zu lange dauert, kann ich ja seine Arbeit machen für ihn. Ja, ich kann jetzt Steine kaputt machen und die Dinger hier aufheben. Yay. Ich glaube, ich habe gerade eine der Rüben versenkt.
Warmer Onkel Joe. Was? Bist du ein Gemüse? Was? Okay. Nein, Onkel Joe! Er hat Onkel Joe gekillt. Warte, werde ich jetzt überhaupt bezahlt? Ja, ich kann Bubbles schießen. Sieh, ich kann jetzt Steine aufheben. Ah, der Stein kann durch die Blubberblasenblase kaputt gemacht werden. Ich habe ja auch eine Karte, ne? Never mind. Er war's, ne? In die Seifenblase mit dir. Das war lustig. Ah. Man kann auch so Heilung für unterwegs mitnehmen. Ihr habt meinen Kunden getötet. Könntet ihr nur. Da war ein Wurm drin in beiden Dingern. Ich gucke erstmal in den ersten Räumen, was da war. Hier muss ja auch was sein. Was habe ich denn da gefunden? Hier meine ich. Die Rache der Gartenzwerge! Sie ist wahr! Ah, und dann spawnen die einmal hier unten wieder. Ab in die Blase. Wo du reingehörst. Sind da immer Würmer drin? Ja, das sind nicht die die Gemüsedinger, die sich beschweren, sondern die Würmchen. Die Würmer beschweren sich. Stirb. Habe ich da schon wieder gefunden. Ein Smoothie. Sinkwitz sind wahrscheinlich die unteren Dinger, ne? Gehe ich einfach mal von aus. Ich habe schon wieder nur ein Leben. Böser Gartenzwerg. Der will mich gar nicht töten. Clam Knight. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Der ist eine Ente, sie macht Quark.
Die machen sich manchmal unsichtbar. Oh, Bomben. Oh. Oh ja, wahrscheinlich nur begrenzt, ne? Gemüse. Böses Gemüse. Böse. Tot. Ich hab's Gemüse umgebracht. Ja! Bin eine brave Katze. Was rennt denn da rum? Hallo, wie geht's denn so? Ich kann's versuchen. Okay. Oh, ich soll jetzt Dinger treten und dafür kriege ich dann ein Item. Kommt ihr? Ich muss euch treten! Ich muss zumindest 30 von euch erwischen. Oh, sind die schnell! Nur noch 10. Ein noch. Ja, ich habe 32 getreten. Eine magische Banane. Ich soll damit weise umgehen. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du schon wissen, wofür es zu nutzen ist. Ich hätte gern das da. Leben. Dafür ist das Geld da. Ich habe ihn leer gekauft. Was bist du für ein komisches Etwas? Das ist ein Casino. Ich weiß nicht, ob ich in das Casino rein sollte. Nee, lass mal den Drink. Ich muss spielen. Ich muss die Zielscheibe abschießen, oder? Habe ich jetzt mehr oder weniger als vorher? Oh, Roulette. 100 auf Eis. Nochmal auf Eis. Und schon ist mein Geld weg. Mann, diese verdammten Casinos. Bombe! Und tot. Kiste.
Kiste mit Geld. Ach, hier ist der Händler. Da ist ein Pilz. Ist das ein Radioturm? Er hat mich voll gespurt. Hallo, Grim. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst und bin gestorben. Hi, Obsidian-Schaf. Ich bin eine tote Katze. Du hast meine Speicherdatei verloren? Hä? Der Tote hat meine Diskette verloren, weil er gestern auf der Party war. Okay, danke. Ciao, Tod. Nein, nicht schon wieder die Rache der Gartenzwerge. Siege ich meine Spielsucht? Das Spiel kostet Geld. Momentan nur so 1,50. Da ist eine 85% Aktion momentan. Ich schaffe es nicht, meine Spielsucht zu besiegen, Leute. Ich muss einfach spielen. Und schon ist mein Geld wieder weg. So schnell kann's gehen. Au. Triss nicht, triss nicht. Immer gewinnt das Casino. Man kann das Casino nicht besiegen. Boah, ich gehe das jetzt pieksen. Au. Hier, Bombe. Banane. Es hieß, man wird schon irgendwann wissen, wofür man sie einsetzen muss. Böse. Ah, ich liebe es einfach, sie in die Bubble zu stecken. Hey, was bist du denn für ein lustiges Kerlchen? Ich konnte aus dem Geld prügeln. Nein, böser Pilz. So ein kleiner Rat von mir, geht nicht in die Casinos zocken. Ihr verliert nur alles. Die Chance, dass man gewinnt, ist irgendwas mit einer 1 zu 1 Chance. Ich sehe dich. So, 5 von 6. Heißt, einzig brauche ich davon noch. Wo finde ich das denn? Komm. Hier nicht. Hilf deinen Kollegen. Oh. Es fühlt sich leicht wie ein Roguelike an, obwohl es das eigentlich nicht ist. Hallo, wer bist du denn? Der Eulenhunter. Okay, wir wandern vom Ort zu Ort. Oh ja, ich hätte gerne eine Karte. Bitte. Okay, wo war ich denn überhaupt alles schon? Da ist das Casino. Da war der Händler. Da unten ist scheinbar eine Kiste. Keine Ahnung. Boss. Event. Dafür brauche ich wahrscheinlich die Computerchips.
Die Rache des Gemüses. Hintergrundgeschichte, warum uns das Zeug hier verprügelt. Ein Gemüse ist sauer, weil ein Bauer seine Arbeit machen wollte. Angeblich Massenmord an seiner Spezies verrichtet. Ich habe wieder nie aufgepasst. Muss mal lernen aufzupassen. Warte mal, hier brauche ich bestimmt die Bomben. Karte sagt ja, hier ist was. Was haben wir denn? Battle Room plus plus. Okay. Ich kann jetzt die Bubbles kicken. Das war die falsche Taste. Treten! Okay, geht nicht, wenn da nichts drin ist. Wieder was dazugelernt. Ich hätte nach rechts gemusst. Dann die nächste nach oben. Geh mal in deine Blase, ich will dich treten. Dann halt nicht. Darf ich dich einmal treten? Ich will dich als Fußball verwenden. Komm bitte. Wie soll ich euch denn treten, wenn ihr dabei stirbt? Fußball? Ja, Fußball. Ich finde das Spiel gut. Dafür, dass es momentan nur 1,50 kostet. Naja, eigentlich kostet es ja 15 Euro. Finde ich, hat der Kauf sich gelohnt. Ist das so eine aufbrechbare Wand? Ich habe unten schon was vergessen. Da, da ist die aufbrechbare Wand. Ich habe den Kult gefunden. Wem bietet ihr an? Ihr betet den Creator an. Den heiligen Spielemacher. Dem Kult schließe ich mich gern an. Anpassen. Was habe ich gemacht? Ich habe es angefasst. Was ist passiert? Ich habe es angefasst. Ich weiß nicht, was darauf passiert ist. Okay. Kannst du mit Pflanzen reden? Ich würde mich auch gerne mit denen unterhalten. Obwohl, will ich wissen, was mein Essen von mir will, bevor ich es verspachte? Eventuell vielleicht lieber doch nicht. Dabei wollte ich doch eigentlich nur ein Paket abliefern. Warum habe ich das Gefühl, ich werde vergewaltigt? Ich habe das Paket abgeliefert und er hat das Gemüse gesagt, nicht mit uns, Farmer Joe. Undertale? Ich bin in Undertale gelandet. Ich will nicht rausfinden, ob ich das eigentlich berühren soll. Wann habe ich das Spiel gewechselt?
Bitte noch mehr solche Anekdoten an Undertale. Oder gerne auch anderen Spielen. Um Gottes Willen. Ey, was ist das für ein cooles Spiel? Nein. Au. Okay, es macht Aua. Ja, ich bin jetzt ein bisschen mehr gestresst. Da schließe ich mich der Katze an. Soweit ich das gesehen habe, hat das Spiel auch eine Doom-Anekdote irgendwo. Also so ein Easter Egg. Das habe ich beim Trailer schon gesehen. Lotusblume. Okay. Ich habe die Lotusblume. Wo ist die denn? Oder soll ich jetzt eine Lotusblume finden? Ich guck erstmal, was das Fragezeichen auf der Karte ist. Au! In dein Gesicht! Da ist das Fragezeichen oben links in der Ecke. Nein, schon wieder die Mushrooms of Doom! Tschüss! So, soll ich hier jetzt irgendwas machen? Ich habe Angst vor den Pilzen. Genau deswegen. Mann, ich wollte die Pflanze auf den Pilz schießen. Hau ab. Ich hätte gern hier. Es ist doch die Ecke, oder nicht? Okay. Einfach einen Rundumschlag machen, das war's. Was fehlt denn sonst noch? Ich brauche doch noch so einen weiteren Speicherchip, oder nicht? Ich gehe lieber auf die Seifenblase, die ist angenehmer. Nicht alle? Ich dachte, mir fehlt noch ein. Ich hab den Wurmkönig gewonnen. Ich will doch nur meine Arbeit machen. Ich hab da nur ein Leben! Das ist unfair! Der ist bei mir gespawnt. Oh, hi, so sehen wir uns wieder. Okay. Kann ich dir mein Erstgeborenes geben?
Er nimmt mir mein Geld. Das wollte ich doch noch im Casino verballern. Ich könnte auch die mit ihm eingehen. Ich habe das Verlangen. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Wow. So. Diesmal mit vollem Leben. Aua. Banane. Falsche Taste. Hat funktioniert. Fisch. Ja. Katzenpower. Ich habe meinen Job erledigt. Wieder zurück nach Hause. Dafür, dass es so ein 2D Schwarz-Weiß-Spiel ist, finde ich das Spiel mega cool. Es ist schon lustig irgendwo. Ich gehe meinen Boss nerven. Ach, der steht hier vorne. Hey, kann ich Mitarbeiter des Monats werden? Mein Kunde ist beim Auftrag zwar umgekommen, aber ich hätte gerne eine Beförderung, bitte. Oh, er hat die anderen Delivery Guys nach Hause geschickt, nur für mich. Ich will nicht mit denen hier tauschen. Oh, das Telefon bimmelt. Nichts beauftragt. Bitte wieder einer, der einen Toaster und Telefon verwechselt. Okay, er braucht Insektizide. Das ist eine tolle Adresse. Und ein toller Name. Es fühlt sich irgendwie an, als ob ich die Story durchwasche. So, erstmal. War hier nicht vorher das Labor? Ich muss da rein. Ich muss mal. Warum kann ich da Geld reinwerfen? Hallo, ich muss mal. Bitte. Hier oben bei der Professor, ne? Ja, hier kann ich das Paket holen. So, Paket. Hoffentlich überlebt der Kunde es diesmal. Ich bin jetzt hier schon wieder. Ich soll nicht die Vasen zerstören. Habe ich nicht, keine Sorge. Das würde ich doch niemals tun. Hallo, Herr Maus? Ja, bin ich. Hier ist dein Paket. Womit soll ich dir helfen? Darf ich bei der Party mitmachen? Diese Sporen muss ich mitnehmen. Wenn sie einen tanzen lassen. Nee, du bezahlst mich nicht wie der letzte Teilnehmer. Der letzte hat sich einfach geweigert zu zahlen. Na gut, er war auch tot, aber trotzdem.
Petrified. Some projectors will leave you dancing. Ja! Och man, ich dachte, ich tanze jetzt. Der post ja nur. Die sind ja komplett ungefährlich, die Geister. Da ist ein Graben, da komme ich nicht drüber. Um ihn anzuspucken. Hab dich. Ja, Schokolade. Nee, Kaugummi. Ah, ich kann Schild um mich machen. Ich dachte erst, das wäre Schokolade. Hört auf, mich ständig festzusetzen. Das ist nicht nett. Lernt das doch mal. Aua. Ich sag doch, da ist ein Graben. Oh, Schuhe. Elastic springs. They fit your shoes perfectly. Und wie springe ich? Ah, mit O. Hoppa, hoppa. Hoppa. Ja, jetzt komme ich wenigstens darüber. Irgendwie schaffe ich es trotzdem noch da rein zu fliegen. Ich sehe es kommen. Ja, der sieht nicht gerade gut aus. Wie nehme ich es mit? Das Spiel wollte doch gerade, dass ich ein Stück davon mitnehme. Wie mache ich das? Ist das wieder ein Casino? Ja, mein Lieblingsplatz. Es war noch 50 auf schwarz. Yay. Komm. Über diese Abzocke hier. Ja, ich hab mal gewonnen. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber diese Spielsucht, ich kann halt nicht anders. Das Einfachste war bisher dieses Schießen. Da war es wirklich Skill und nicht Luck. Ich will das Fahrrad hier mitnehmen. Wie soll ich denn jetzt eigentlich den Baum hier mitnehmen? Kriege ich irgendwo eine Schaufel? Oh, ich soll Avocados essen. Um starke Knochen zu kriegen. Okay, mach das. Ich habe Fleisch gefunden. Willst du das haben? Ich nehme das mal mit. Irgendwer wird es schon haben wollen. Nein, nicht du. Warte mal. Schade. Ah. Böse Fledermaus. Böse.
aus. Nein! Nein! Ja, bitte. Ich brauche 200 Geld, aber dafür. Wo ist mein Geld schon wieder hin? Ich finde immer wieder was Neues, ne? Du hänselst mich doch. Und ich nehme gern die Krüge, die du bei dir hast. Und auf ist die Tür. Ich habe den Kult schon wieder gefunden. Den Kult der Creator. Hachi? Anfassen. Ich dachte auch, die Welt ist flach. Ist das denn falsch? Ich glaube, das ist wahr. Also ich habe immer gedacht, die Welt wäre flach. Bitte sag, ich kriege Musikinstrumente. Oh ja, Landstein. Der Schaffer sagt, gönn dir eine Klarinette. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich eigentlich hin will. Ist das wieder ein Minigame? Das sind keine Gegner. Das sind keine Gäste. Das sind Monster. Parke Crystal Ball. Ah, jetzt kann ich mit den Geistern reden. Willst du hier in den Pott? Ich könnte mich reinwerfen. Nee, ich weiß, was da rein soll. Ja, ich kann nicht sehen. Nein, du bist doch nicht nichts. Wo habe ich das Fleisch liegen lassen? Liegt es jetzt wieder bei dem Typen da unten? Mensch, lässt mich. Hi. Ja, den habe ich bemerkt, den Baum. Ich brauche dein Fleisch. Ich gönne mir immer, Grim. Ich gönne mir immer. Ich mache immer den Gönnjamin. Ja, lass uns kochen. Was habe ich bekommen? Was ist das? Oh, jetzt habe ich einen mehr von diesen Drehschlägen. Schön, dass ich die Bubbles aber eigentlich praktischer finde. Weil ich die so dann vom Weiten schon ausschalten kann. Na gut, gegen die Fledermäuse ist dieser Drehhieb ganz gut. Kriege ich nicht mit den Bubbles getroffen. Nein, ich will nicht tanzen.
Da ist auch wieder eine Seele zum Reden. Ich hab einen Smoothie. Alles ist gut, ich such dir deine Limonade. Oh, ich kann wieder was kochen. Das ist doch eine Rübe, oder nicht? Warum sind die schon wieder da? Ja, Limonade! Jetzt können wir den Geist seine Limonade bringen. Ich dachte erst, das wäre ein Stück Brot. Au! Böse! Ich muss ja irgendwie auf 200 kommen. Ja, gönn dir! Oh, der tut mir leid. Er hat Toilettenpapier gefunden. Wofür brauche ich Toilettenpapier? Wir hinterfragen es nicht. Herr Ente, was wollen Sie von mir? Ach, das hat er getan? Und das auch? Das hätte ich ja nicht gedacht. Dass der Geist so etwas tut. Ja, du musst nicht gießen, es regnet doch heute. Ich habe auch ganz kurz daran gedacht, das Toilettenpapier in den Kessel zu schmeißen. Ich habe da ganz kurz dran gedacht. Du stehst nicht auf, um mich zu jagen, ne? The Wayfarer, the Knight of Legend. Da war ein Geist drin! Du mieser Penner! Ich würde alles tun, nur um dich wiederzusehen. Ich hab das Gefühl, der Tod selber verarscht mich. Was war das denn für ein Prank? Der Tod selber endet nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir Sorgen machen sollte. Oder einfach nur drüber schlapp lachen soll. Komm her. Kann ich mir wenigstens endlich meine Karte kaufen? Nein! So, du gibst mir jetzt erstmal eine Karte, Eulenmann. Ja, den Baum, da habe ich noch nicht verstanden, was ich tun soll. Da war ein Laden. Ach ja, war es ja wirklich. Boah, bin ich vergesslich. Und ich war kurz vor einer Truhe. Wo wahrscheinlich der Schlüssel ist und damit ich rechts weiter kann. Nice. Du veralberst mich nicht nochmal. Mann! Fußball. Das war's wert. Das war's sowas von wert. Ja, man sollte immer mit seinen Liebsten gut umgehen, bevor es zu spät ist. Ich muss jetzt auf die Schilde springen? Hoppa! Komm hier! Au! Danke für den Schlüssel.
Und wie zum Geier nehme ich jetzt den Baum mit? Och, jetzt hört er mal auch mit diesen Fledermäusen. Ich treffe die doch eh nie. Habe ich alles eingesammelt? Da ist ja noch irgendein Fragezeichen. Vielleicht kriegen wir da ja eine Schaufel. Oder eine Axt. Also ich meinte jetzt das rechte Ding. Wieso kann ich die nicht öffnen? Brauche ich wieder einen anderen Schlüssel für oder was? Jetzt lass mich in Ruhe. So viele Ghosties hier. Was ist mein Job gerade? Bin schon wieder einfach nur verwirrt. Vielleicht kann ich ihn ja durchhacken. Mit dem Schwert. Nee. Oh nee, beim Fahren ist auch einer verunglückt. Ja, wenn du den Hügel da runter fährst, bist du auch selber schuld. Ich bin leicht überfordert übrigens mit dem Inventar, ne? Irgendwo habe ich was übersehen. Warte mal, willst du vielleicht nochmal irgendwas von mir? Nee, der will nur wieder hier was mit den Avocados. Ich habe nur eine Mango. Ich bin nicht der Einzige, der verwirrt ist, ne? Das! Mann! Durchgang wollte ich sagen. Einmal ist das der Schlüssel für die Tür. Man sieht hier drin echt viel. Ist das nicht wieder dieser Money Guy? Komm zurück! Ich sehe meine eigene Geldanzeige übrigens nicht. Ich habe den Esstisch gefunden. Böse. Dich habe ich gesehen. Ich habe einen Knopf gedrückt. Was ist passiert? Nein, ich wollte noch ausweichen. Aber wenigstens respawn ich hier drin. Ich guck mal rechts. Zählt meine Karte auch hier drin? Ja. Böse. Ich habe wieder einen Knopf gefunden. Böse Knochen, hallo? Sehen wir? Hier sind Slimas. Böse Slimas. Kiste? Wodka. Nee, Bottle Message. Warum kann ich es nicht lesen? Habe ich nicht nie gelernt, deswegen kann ich nicht lesen. Ich habe erstmal kurz gehangen bei dem Satz, den ich eigentlich sagen wollte.
Ist jetzt nicht wieder ein böser Knochen, der mich beißen will, ne? Da bekommt bestimmt auch einer. Da unten. Das ist fies. Die sind auch so wahnsinnig schnell, ne? Wie soll ich denn da reagieren? Ich habe die Geisterparty gefunden. Die spielen Poker. Darf ich mitspielen? Ich wollte mitspielen. Oh, da ist wieder ein Money Guy. Eine Party. Man hat mich nicht eingeladen. Und die Szene habe ich auch schon im Trailer gesehen. Da kommt man irgendwie mit einem Hook hin. Okay. Ich mache nicht die Vasen kaputt. Im und im Wasen wahrscheinlich, ne? Wo hast du es zuletzt gesehen? In meiner Hand! Das könnte so eine Standardantwort von mir sein. Nein! Wir müssen ja den Schlüssel finden. Böse. Nee, sein Ring. Entschuldigung. Da ist der Ring. Mann, warum versteckt ihr euch die ganze Zeit da drin? Will ich meinen alten Freund schon wieder sehen? Ich weiß, der freut sich jedes Mal, wenn er mich sieht. Dann kann er mir nämlich wieder irgendeine lustige Geschichte erzählen. So, was kriege ich dafür? Ja. Einen Schlüssel. Werde ich wahrscheinlich brauchen. Links ist noch irgendwas Lustiges. Fragezeichen ist immer lustig. Ich dachte, ich muss auf die drauf hüpfen, weil die wieder so in der Bubble waren. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die kleiner geworden sind. Um Gottes Willen! Ich dachte, da wären Geschosse und nicht, dass es Lebewesen werden. Tut mir leid, dass ich nicht mal deine Arbeit aufhalte. Du kommst zu mir, nicht umgekehrt. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich dachte, da wären nur Geschosse und nicht, dass das Gegner sind. Okay, ich gehe aufs Schwert. Wir denken, dass das Gegner sind. Bisschen. Ich glaub dir nicht. Einer von denen ist real.
Du kannst mich nicht outminden. Oh, die Tür ist trotzdem fake. Okay, du hast mich outminded. Never mind. Ich dachte, weil der offen ist, kann ich da jetzt durch. Gehen wir erstmal oben lang. Du? Verreck. Weißt du, was mir auffällt? Ich habe wieder richtig viel Cash. Das heißt, ich kann wieder zocken gehen. Nein. Ich versuche gerade verzweifelt auf diese Blase da zu springen. Nein, diesmal machen wir nur gewinnen. Ich bin nach vorne. Nein, da ist jetzt nicht auch noch zusätzlich ein Geist. Ich mag die Geister nicht. Die nerven. Mann. Fußball. Ey, und Nick. Ob da Alkohol drin ist? Ich weiß ich nicht. Ich würde es schon gern saufen, um Gottes Willen. Weg mit euch. Zack. Ja, eine Bombe. Oh, 4 Bomben. Entschuldigung. Ich habe den Dancefloor gefunden. Okay, die weißen Felder machen Schaden. Der Raum ist fies. Ich frage mich, wie viele Sprüche der auf Lager hat. Da bin ich echt interessiert, wie viele Sprüche der hat. Komm, ich will es durch diesen Dancefloor schaffen. Da muss irgendwas ultra geiles am Ende sein. Aua. Ich hab's geschafft. Ich hab's zu Techno-Dancer geschafft. Ja, ich bin der coolste Typ aus dem Ghetto. Ich kann dir auch meine Dance-Moves zeigen. Ein Duell auf Style. Oh, ein Dance-Battle. Ich zeig dir, wie das geht. Very good. Hier ist die Dancing-Katze. Ich besiege dich in deinem eigenen Spiel. Um Gottes Willen, es wird schneller. Ich kann gerade nicht auf den Chat achten. Hilfe!
Ich hätte dir auch gesagt, ich zeig dir meinen Style. Nein! Ich habe ihn aus dem Leben gedanced. Ja, ich hab den Hook. Hui! Hui! Das ist der Hook, den ich im Trailer gesehen hatte. Ich will nicht sterben. Nicht heute. Oh, explosive Hooks. Oh, da hätte ich den nicht hinschleudern sollen. Was ist denn jetzt mit explosiven Hooks gemeint? Richtig. Der Hook ist geil. Endlich mal was, womit ich im Fernkampf kämpfen kann. Warte, Schwert. Eine Kugel noch. Hätte ich bestimmt gehuckt. Hätte ich ihn nicht gehuckt. Ich will nochmal erwähnen, das Spiel hat mich nur 1,50 gekostet. Normalerweise würde es 15 kosten. Ich dachte, der greift über die Schlucht von dem Winkel her. Ich sehe was, ich tue das einfach nur, um ihn wieder zu sehen. Oh. Hier meine Glücksspiele machen. Jetzt muss ich was Geringeres als 4 würfeln, ne? Nee, als 6. Geht gleich. Ich muss mal aufhören, wie der letzte Dulli zu spielen. Aber ich habe zu viel Spaß mit meinem Hook. Hui! Da ist die böse Motte. Ach ja, die der hat ja gesagt, sie kann einem auch zum Dancen bringen. Ich will nicht. Hier, da ist eine Mine. Willst du dir die mal angucken? Hey, für den Alkohol. Der ist ekelhaft. Jetzt hab ich meine Bubble. Ah, guck mal, die Mine, die bleibt. Ja, auf damit.
mag den Boss nicht. Nee, ich doch nicht. Wenn der Tod für dich philosophiert. Ich will nicht. Ich will das nicht. Komm. Der ist, glaube ich, nach mir noch gestorben. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich nur noch das da. Ach, das sind die explosiven Dinger. Mann! Komm, nur noch ein Hit! Ja, meine ich jetzt nicht mich! Ja! Los, das Insektizid, weg damit! Ja! Ich hab meinen Job erledigt! Die Bubble auch irgendwie so eine Fähigkeit? Ach, bei der hätte ich auch X drücken müssen. Ich will da unten hin. Oh, Geld! Ich will es mitnehmen. LOL? Wo speichert das Spiel eigentlich? So, was wie der nächste? Okay, der braucht ein Schwert. Aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt da was verpennt. Zum Beispiel mit dem Baum. Außer ich kann da irgendwie hin zurück. Na, Madut, wie geht's dir? Oh, willst nicht reden. Warte mal, hier, Toilettenpapier. Haben sie schon wieder das Klo kaputt gemacht? Ich faste ins Klo.
derselbe Typ saß da auch schon gerade eben drauf. Ja, die Warteschlange vom Klo, die ist immer sehr lang, ne? Mann, mach doch mal hin da hinten. Hier wollen noch andere. Guck mal, die Warteschlange geht bis hier oben hin. Der ganze Office muss gerade aufs Klo und der eine kommt nicht runter. Ja, wir liefern jetzt ein Schwert aus. Da, das müsste das Speichersymbol gewesen sein, ne? Hallo, Vögelchen. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt, wie man vernichtet. Habe ich gesagt, vernichtet, wie man vernichtet wirft, meinte ich. So, die Fledermaus ist frei. Feuer frei! Ja, wieder eine Landmine. Hm? Sollte ich nur lang gehen? Mehr kommt. Meinst du, das sind die Kunden? Es ist mein erster Arbeitstag. Und ich musste schon zweimal hier gegen den Boss kämpfen und wurde so oft zum Tod geschickt. Nein. Eine Maus werden? Ja, Mäuseabenteuer. Guck mal, wir haben das Spielgenre gewechselt. Oh, ist das ein Käse? Nein, das ist ein Schädel. Ja, Geld. Geh mal vorbei, ne? Doch nicht. Ich muss warten, bis er nach oben geht. Weg hier. Ich muss in das Loch da. Nein. Es war zu früh. Mäuse Power! Das Spiel ist ultra geil. Muss ich nochmal anmerken, ne? Nein, hätte ich eine Sekunde gewartet. Nein, da!
Die Flagge? Hallo, Kumpel. Ich würde es gern versuchen. Ich werde dran denken. Ich finde es geil, dass das Spiel auch noch zusätzlich hier solche Perspektiven hat, ne? Es ist halt so, als wären wir so gesehen bei Doom. Vom Sichtwinkel her. Die hatten ja auch immer so eine Ansicht, die Spiele. 200 Geld. Um Gottes Willen, jetzt werde ich mich verlaufen. Eine Kiste. Ich habe wieder viel Geld. Jetzt kann ich wieder ins Casino. Ich kann wieder gamblen gehen. Okay, da ist der Ausgang, merke ich mir. Dann will ich mich noch vorher umgucken. Vielleicht ist hier ja noch eine Kiste. Ich muss ja immerhin anständig gambeln. Okay, keine weitere Kiste. Für so ein schwarz-weißes Spiel ist das halt einfach nur Optimum bisher. Wo ist denn mein Zeug? Da könnte meins drin sein. Ich kann den zubauen. Ich brauche eine davon wahrscheinlich. Guck mal, das Spiel denkt immer noch, ich würde was tragen. Oh, ich habe nur ein Leben. Ja, wir haben uns lange Zeit nicht gesehen. Oh, du hattest ein Date? Erzähl mal. Wie ist es ausgegangen? Nicht so gut. Der Typ ist mir mega sympathisch. Sieh es doch, komm, ich darf einmal durch den ganzen Dungeon nochmal rennen. Weil ich dann mit dem Schlüssel und so weiter alles machen muss. Erst der im Kreisrand war klar. Okay, das war zu früh. Ja, bei dir renne ich einfach mal dran vorbei. Muss warten, bis der um die Ecke ist.
Ich glaube, da ist mein Stuff. Ich kann mir vorstellen, wo ich raus muss. So ganz weit in der Ecke. Das Geld. Wo bin ich hier nur wieder reingeraten? Ich sollte den Job kündigen. Ich wurde eingesperrt, wurde vom Motten attackiert, auf den Dancefloor gezwungen. Und mein erster Kunde ist sogar gestorben vor meinen Augen. Da komme ich mal nicht her. Ich gehe mal auf Nummer sicher, nur überprüfen. Oder nee. Relax Infusion. Okay, ich muss jetzt nur das letzte Loch finden. Das müsste doch auch hier in der Ecke sein. Oder nicht? Nein, das ist es nicht. Irgendwo hier ist ein Ausgang zu meinem Stuff. Das ist es nicht. Da war ich schon durch. War ich durch das Loch schon durch? Ja, war ich. Hier vielleicht? Das sieht doch gut aus. Ja! Ich hab mein Zeug wieder. Ich kann kämpfen. Jetzt könnt ihr mich mal, ihr dreckigen Skelette. Komm her. Oh, die explodieren. Endlich kein Stealth Game mehr. Nein, ich... Shining, die explodieren, während sie sterben. Ich habe diesmal dran gedacht, ich bin nur nicht weggekommen. Ach, zum Not, gleich begrüßt mich wieder mein Freund und erzählt mir von seinem zweiten Date. Komme ich da überhaupt dran vorbei? Ich brauche erst den Schlüssel von den Skeletten wahrscheinlich. Ich warte jetzt. Die sollte ich auf jeden Fall mit den Bubbles töten. Oder mit dem Greifhaken. Buddy, ich hol dich da raus. Bäh. Geh weg von mir. Irgendwer muss doch den Schlüssel haben.
Du hast ihn. Gib es zu. Wo ist der Schlüssel? Ich will dich hier raus, aber ich finde den Schlüssel nicht. Ich brauche diesen Schlüssel. Ich kann ihn da doch nicht verrotten lassen. Da ist Sackgasse. Oh, ein Apfel. Stimmt ja, ich kann die ja durch die Wand aufprügeln, die Dinger. Ich kann die nicht da durchwerfen, ne? Aua. Da ist der Schlüssel. Den Schlüssel, den ich brauche, um den Buddy rauszuholen. Keine Sorge, gleich bist du raus. Gleich darfst du wieder in die Luft der Freiheit riechen. Ich hab den Schlüssel, du bist frei. Ich vergesse dich doch nicht. Mehr Leben, denke ich mal. Ja, dauerhaft ein Leben mehr. Das hätte sich so gelohnt. Willst du da nicht raus? Ich habe dich gerade freigelassen, hallo? War sonst noch irgendwo eine... Tür, wollte ich sagen. Ich kann hier noch aufschließen, oder? Nö. Okay, der Schlüssel war nur, um ihn rauszuholen. Ja, aber ist in Ordnung. Für ihn habe ich das doch gern gemacht. Tschüss. Da war doch auch so ein Ding dahinter. Kann ich das hier auch öffnen? Nö. Also wirklich nur für diese eine Tür. Was bist du denn schon wieder? Boah. Fußball. Ich mag das nicht. Es ist tot. Warum? Wieso? Weshalb? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Komm her. Kann ich mich eigentlich an diesen Stachelfall mit dem Haken vorbeischießen? Ja, kann ich. Ist ja
haben wir denn hier? Eine Axtrune. Kann ich eine drehende Axt werfen? Okay, sehr interessant, aber hier will ich eigentlich gerade eher den haben. Der ist so schön nützlich. Man kann immer wieder was Neues finden. Das hierfür gedacht? Ja, ist es. Ich traue dem Scheiß nicht. Der will, dass ich da runterspringe. Ich hab's rausgeschafft. Casino! Ich sehe ein Casino direkt rein da. Komm, 500 auf das Leuchtende. Ich will einmal einen Drink bei dir. Ich brauche ihn. Ich brauche einen Drink. Eure Automaten betrügen mich nämlich. Ich glaube, es ist sinnvoller, einfacher bei dem Shop-Typen das zu nutzen, das Geld. Ja, ich liefere dir dein Schwert. Irgendwie will jeder, dass ich ihm die Arbeit abnehme. Dieser Abenteurer, ne? Erwischt. Ach, die schwache Fallen kann ich schießen, aber das nicht. Ich wollte die Waffe wechseln. Ich glaube, die ist ganz gut bei denen. Ja, ist sie auch. Komm, latsch da rein. Ja, Kaugummi. Ach, die Dinger schon wieder. Ich hab die Stachelfalle nicht gesehen. Leben. Gib mir Geld. Kann ich mir durchreden? Hallo? Den Leuten nicht. Sieht. Ja!
Jetzt habe ich zwei Äxte. Aber nur wenn ich X drücke, ne? Oh. Fancy. Ich habe das Gefühl, ich muss eine Fackel finden. Du bist ein toller Abenteurer. Wieso vergessen sich diese Fallen immer wieder? Nope. Ach, gib den Scheißding auch noch eine Bubble. Ich mag's nicht. Okay. Ich sehe, was ich zu tun habe. Hey, das habe ich gesehen. Ihr seid solche Betrüger. Es kann ja jetzt sein, dass da unten die eine Fackel angegangen ist. Hallo, Herr Vogelscheuche? Ja, was ist? Oh ja, der weiß, was mein Leben verändern wird. Deine magischen Bohnen. Hm, an was erinnert mich das? Du willst ja nur 2000 von mir. Ich habe die magischen Bohnen gekauft. Finde ich jetzt den Goldtopf? Ich glaube, ich wurde verarscht. Steht sogar in der Beschreibung von dem Item einfach. Nein. Böse. Hier ist nix. Oh. Ich werde angerufen. Hallo, Unlimited Distribution. Was ist Ihr Auftrag? Ich kann gar keine Pizza liefern. Genau die Typen, die mich gerade oben festgehalten haben, haben gerade eine Pizza bei mir bestellt. Was sind denn das für ein Loser? Der einfach bei mir gesagt, ey, du hast uns gerade verkloppt, kannst du uns aber eine Pizza bringen? Nur dafür war dieser Raum wegen der Pizzabestellung. Dieses Spiel ist so geil. Ah, hab dich gecheased. Dich lasse ich hier. Ich spreng dir dein Schwert und du beschwerst dich einfach nur. Das war nicht die schlauste Aktion. Warum ist das Licht aus? Haha. Ich muss noch mal irgendwas finden. Ey, wollt ihr ein paar Bohnen?
Ganz frisch, habe ich nur 2000 gekostet. War nur ultra billig. Und keine Abzocke. Wo ist denn jetzt die andere Fackel? Warum ist dieser Raum so dunkel? War ich hier rechts schon drin? Ja, war ich. Ich wollte schon mal gucken. Nee, ich war hier nicht komplett. Er kann sich teleportieren. Das kaufe ich dir einmal ab. Und das kaufe ich dir ab. Wenn mir irgendwer Geld liefern, ich brauche noch 3 Münzen. Okay. Was soll mir das sagen? Sollen die alle von dem Teil weggucken? Nee, warte mal. Die müssen alle zu der Sonne gucken. Mach ich besser mit dem Schwert. Ich hätte das erst jetzt mit den Zeichen an der Wand gesehen. Und die müssen alle zu dem Wasser gucken. Du kommst noch nicht in die richtige Richtung. Ja! Ich komm wieder. Ihr kommt mir gerade recht. Ich will nämlich zum Eulenmann. Ich will deine Karte. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Da, da oben. Ganz oben, da kann ich was aufsprengen. Du kannst hier verrotten. Nein, ich will nicht. Nope. So, Karte sagt hier unten. Kaboom. Ich kann das Feuer zerdeppern. Ach, deswegen ist der eine Raum dunkel gewesen. Ah. Weil ich da alle Lampen kaputt gemacht hatte. Ich werde schon wieder geprankt. Warum werde ich immer geprankt? Tot. Werde ich hier auch nochmal geprankt? Ja. Ich wusste es. Wieder eins von diesen Dingern, auch wenn ich nicht weiß, wofür die gut sind.
So, das war der Geheimraum. Da unten fehlt noch was. Aber interessant, dass ich die Räume dunkel machen kann. Ich sehe zwar nicht großartig den Sinn dahinter, aber bei dem einen Rätsel hat es ja geholfen. Oh, danke für den Heal. Ich kann ja mal alle Räume dunkel machen. Aber ich vergaß. Das macht zumindest schwieriger. Wisst ihr was? Du darfst jetzt in der Dunkelheit hausen. Wie gefällt dir das? Er hat kein besonderes Kommentar dazu abgelassen. Da ist offen, aber da unten ist halt irgendein Rätsel noch. Wahrscheinlich auch mit den Lampen. Oder muss ich hier diesmal wirklich springen? Oh, die sind aufgestanden. Hallo, mein alter Freund. Warum bist du denn so glücklich? Hab ich doch gerade gefragt. Oh, du bist der Mitarbeiter des Monats. Herzlichen Glückwunsch. Der hat jedes Mal einen neuen lustigen Satz auf Lager. Ich mag den Typen. Jedes Mal erzählt er mir was anderes. Ich glaube, es war nicht die schlauste Idee, alles dunkel zu machen. Er ist tot. Um Gottes Willen. Aua. Ich treffe gleich meinen alten Freund wieder. Ja, ich habe den Kult wiedergefunden. Du wirst dann eins mit dem Erschaffer sein. Hm. Oh. Erzählst du mir mehr davon? Was sagt die Zukunft? Muss Altar anfassen. Nie im Leben komme ich lebend zurück. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich wollte sagen, jetzt stimmt was. Ancient Guardian, you can't pass. Was habe ich denn dir getan? Ja, eine Hand! Er hat mich totgegriffelt. Bin ich wieder hier unten? Ja.
Um Gottes Willen, jetzt hat er zwei Hände. Hallo, mein Kumpel. Hey, Leute, mein Hund hat genervt. Ob ich es diesmal schaffe, ihn zu besiegen. Ich sollte die Bubble nutzen. Ah, ich habe noch ein paar davon. Ja! Besiegt! Da ist der Ausgang. Ab nach Hause. Den Abenteuer lassen wir da. Der wollte nicht bezahlen. Wenn ich bezahle, den nehme ich nie mit. Ist das Toilettenproblem endlich gelöst? Da wird nie einer drauf kommen. Ja! Ich bin der beste Deliveryman. Und werf mein Geld ins Klo. Buchstäblich. Der kam nicht raus, weil er kein Toilettenpapier hatte, ne? Ich habe ihn das jetzt gebracht. Stimmt, ja, da war ja was. Das ist sein Lieblingsplatz auf Erden. Ja, guck mal. Wir haben Tag 1 erledigt. Angeblich. Ich sage angeblich, weil wir wissen es ja noch nicht. Ich höre, dass da angerufen wird. Gehen wir ran. Ach, ist das mein Bäumchen? Nein. Topo Topper. Okay, danke. Wir können ja die Order noch annehmen. Aber machen dann dort beim nächsten Mal weiter. So. Ich sag mal. Ach, das sind Geschichten. Ich kann ja mal offscreen versuchen, ob mir hier nochmal alle zusammenzusammeln, die ich vergessen habe. Aber ich gehe jetzt ins Main-Menü. Der speichert offenbar auch dann. Ja, und das war Under Dungeon. Zumindest für heute.
Mir macht das Spiel auf jeden Fall sehr viel Fun. Ich habe ja gesehen, es kam auch einigermaßen gut an, deswegen streame ich nochmal. Vergesst nicht, dass er später auch noch auf YouTube kommt. Diesen Samstag lade ich es wahrscheinlich hoch. Ja, wenn es euch gefallen hat, kennt ihr den Drill? Ein Follow auf Twitch da lassen, ein Abo auf YouTube. Und von den YouTube-Zuschauern verabschiede ich mich hier schon mal.